So Leute, gerade aufgestanden, astrein fit, naja, geht so. Shake trinken und dann geht's ab auf Drückjagd. Also, sind wir gespannt, was heute geht. Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Und zwar heute wieder Drückjagd mit Drohne. Wir nehmen euch mit aus der Luft, in den Hecken, als Hundeführer, als Schützen. Also seid auf jeden Fall gespannt auf die Aufnahmen. So Leute, also. Wir haben heute nicht das beste Wetter zum Filmen, beziehungsweise zum Fliegen. Aber wir haben jetzt gerade eine regenfreie Zeit erwischt. Ich hoffe, dass es immer mal nur so ein bisschen nieselt und nicht die ganze Zeit nieselt oder richtig regnet. Wir haben hier dabei die Mavic 3 Thermale. Wir machen das jetzt einfach mal richtig oldschool. Wir gehen jetzt einfach auf die Motorhaube, starten die Drohne einmal, beziehungsweise wir können sie eigentlich hier machen. Die Koffer sind eigentlich gut dafür ausgelegt, damit ihr mal seht, wie das in der Praxis ist. Weil wir bauen auch nicht immer alles mit dem Landetisch auf. Und wir bauen auch nicht immer alles mit so professionell auf, sondern manchmal muss es halt einfach schnell gehen. Da checkt man einfach abends, ob die Akkus geladen sind. Das sind sie. Die machen wir schon mal an. Für alle, die jetzt sagen, dass wir erst die Fernsteuerung anmachen sollen, das geht. Muss man aber nicht unbedingt machen. Geht auch so. Drohne hingestellt. Hier haben wir ein schönes Plätzchen, weil die Dickung ist hier so hinten dran. Ich habe ja mal gesagt, wir sollen uns nicht direkt vor die Dickung stellen, aber hier geht es direkt runter. Das heißt, von der Verbindung her sollten wir keine Probleme kriegen. Den Brieflight-Check. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, ob Sauen in der Dickung sind. Wenn Sauen da sind, dann können wir den Randbereich hier an der Straße mitjagen. Wir haben 35 Leute eingeladen, jagen wir mal so oder so. Es sind auch in der Hauptdickung Sauen, das habe ich schon bestätigt. Aber wir wollen hier den Randbereich, ihr habt es vielleicht eben gehört, hier ist ein Auto lang gefahren. Den wollen wir jetzt einfach checken, weil das muss nicht sein, dass wir an der Straße jagen, wenn hier überhaupt nichts ist. Ja, und dasselbe machen wir oben an einem anderen Teil, das ist auch eine Straße. Und seid auf jeden Fall mal gespannt. So, die sagt uns auch was. Seid einfach gespannt, ob Sauen da sind. Sie gefunden. Ich hoffe, man sieht es gut. Hier und hier hinten ist noch mehr Wärmequelle. Das passt sogar auch, weil das ist genau unter Wind. Aber ihr seht jetzt eins und zwar hier die Straße. So, jetzt können wir natürlich hingehen und uns da auf die Straße anstellen, gehen hier runter und hier läuft die Straße so ein Knick durch. Da seht ihr schon die Autos. Wir haben zwar Schilder aufgestellt, aber hier seht ihr überall die Wärmequellen im Berg drin und da unterm Baum und hier eine große Rotte meiner Meinung nach. Und dann müssen wir hier unten einen abstellen, der da schon mal winkt. Und hier oben einen abstellen, der da schon mal winkt. So, weil sonst haben wir natürlich ein Problem mit den Hunden, wenn die über die Straße gehen. Hier der Waldrand ist sogar abgestellt. Deswegen, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also, das ist genau das, was ich sage. Ihr seht die Autos da fahren, ihr seht die Drohne in der Luft. Und ja, jetzt wissen wir, dass wir da jagen können. Also, bleibt dran. So, Leute, wir haben Sauen gefunden und zwar direkt an der Straße. Eigentlich nicht das, was ich wollte, aber wir werden improvisieren, werden die Straße absperren und die Hundeführer sind auch schon da, Dog Protector. Morgen. Haben uns hier getroffen, direkt an der Straße. Ist keine so viel befahrene Straße, aber manchmal reicht halt auch ein Auto, um einen Hund zu erwischen. Deswegen machen wir das jetzt ein bisschen anders. Ich glaube sogar, dass ich da nicht unbedingt einen Hund brauche, um die locker zu machen.
Ja, ansonsten wird es gleich spannend in der Dickung und von den Ständen. Also bleibt auf jeden Fall dran und dann schauen wir mal, ob wir auch ein bisschen Beute kriegen. Denn viele haben sich auch gewünscht, dass wir ein Ergebnis nach der Jagd bringen. Und das werden wir heute auch tun. Die Sauen liegen hier vorne in dem Hang direkt an der Straße. Wir lassen jetzt die Autos hier stehen, holen die Hunde später und dann drücken wir den ganzen Hang da durch. Da oben liegen auch Sauen. Da bin ich jetzt gar nicht so viel drüber geflogen, weil das war mir schon klar, die waren auch die Nacht an der Kehrung. Und ich habe mich nur in den Gegenhang gestellt. Auch eine gute Idee, sich in den Gegenhang zu stellen und einfach mal reinzugucken, ob da Wärmequellen sind. Also, wir gehen jetzt ganz locker da dran und schauen, ob die Sauen rücke und ins Treiben reingehen. Das wäre natürlich der Idealfall. Also, let's go. Komm mal. So Leute, hier ist die Dickung. Ihr seht, da ist die Straße, hier ist die Dickung, die geht so entlang. Hier jagen wir ohne Hunde. Und die Sauen liegen direkt da vorne. Das heißt, wir haben kurz drumherum abgestellt, die Schütze sind dahin positioniert. Wir gehen jetzt rein und hoffe, dass die den Weg hier machen, vom Wind her passt, dass sie dahin gehen. Entweder sie gehen hier kurz hoch, das wäre nicht schlimm, hier ist abgestellt. Oder sie gehen ins Treiben rein und nehmen dann die kurze Verbindung hoch. Es ist alles abgestellt, das heißt vom Prinzip her geht es gleich los. Wir sind per Funk in Verbindung, GoPro ist dabei, auf geht's. Müssen sie ja. So, Leute. Ja, wir haben die Sauen jetzt hier links in der Dickung hochgemacht. Die sind aber ganz langsam vor uns gelaufen ins Treiben rein. Das war unser Plan. Was nicht so ganz unser Plan war, dass sie nicht den Bogen gemacht haben. Also gehen wir davon aus, ihr seht es im Hintergrund. Ich zeige euch gleich, wo sie gelegen haben. Und zwar neben dem Schütze. Da hinten dran direkt haben sie gelegen. So, jetzt gehen wir davon aus, da sieht man, es ist frisch gebrochen und alles. Jetzt gehen wir davon aus, dass sie da oben liegen, wo der Hänger steht, dass sie sich einfach nach hinten gedrückt haben und die andere Treiberwehr an denen vorbeiläuft. Also müssen wir jetzt nochmal Gas geben und einmal hier oben reingehen. Ja? So, da wir dann runterjagen von der Straße weg, können wir auch endlich die Hunde ansetzen. Dann bin ich mal gespannt, ob es heiß ist, ihr hört es schon. Baby!
Hopp! Wir haben den Plan nicht so ganz erfüllt. Die Sauen sind, haben sich vor uns nochmal gesteckt. Das ist aber ein bisschen wetterbedingt auch und dass da hier halt alles voller Schwarzdorn ist. Wir haben das jetzt so gemacht, sind nochmal dran gegangen, haben die Sauen noch hoch gemacht. Leider sind zwei Stück nach hinten weg, zwei über die Wiese, konnten mit beschossen werden. Zwei liegen und jetzt kommen wir zur Hauptdeckung und jetzt hoffen wir, dass da nochmal ein bisschen Action ist. Aber wir haben die Sauen auf jeden Fall hochgekriegt, das ist schon mal wichtig. Und zwei Stück konnten wir strecken. Deswegen ist alles in Ordnung. Also gehen wir weiter und gucken mal, was sonst so los ist. Ja, komm mal her, Dicker. Hier, komm mal her. Hier, komm mal her. Gucken, ob der was hat. Weil einmal hat's gerumpelt, gell? Einmal hat's gerumpelt. Komm mal her. Hörst du was, Dicker? Hä? Nee, der hat einmal sich gegen den gestellt, das hast du gehört. Der hat sich einmal gegen den gestellt. Dank Dog Protector, muss man einfach mal so sagen, der ist auch bei der Jagd dabei. Pablo ist gerade hier in die Dickung rein, hatte Keiler hochgemacht. Hier oben siehst du das Geschramme. Ich habe den jetzt mal, wenn ich direkt merke, dass der Hund quasi mit einem Keiler in Kontakt ist, dann untersuche ich den auch mal, ob er irgendwo, nächstes Mal durch die Leiste packe, ob er irgendwo was hat. Alles gut, passt. Thomas. Ja? Ist das eigentlich ein Kulanzfall, wenn die Weste kaputt geht? Nein. Warum nicht? Also ganz, ganz schlechte Hundeweste, muss ich ehrlich sagen. Nee, top. Hat mal einen Hund Arsch gerettet, muss man echt sagen. Es gibt immer ein besseres Gefühl, wenn man weiß, dass der eine schwere Sau ist. Und Thomas, der ist auch kulant, das muss man sagen. Wenn da mal so ein kleiner Macke drin ist und man ist Kunde bei ihm, dann fliegt der das auch schon. Genau so sieht das aus. Thomas, kommt immer. Statement. Ja, muss Alex recht geben. Wenn mal irgendeine Katsche dran ist, wird das natürlich repariert und auch schnell, muss keine 3 Monate warten. Also, muss ich echt sagen, der Thomas ist doch top. Also ihr seht hier, jeder Hund läuft hier in Dog Protector rum und unsere Hunde sind unsere Babys, unsere Familienmitglieder. Deswegen muss ich ehrlich sagen, zähle ich auf den. Jawohl. Der ist auch bei der Jagd dabei. Die Jungs, bei allem Spaß, den wir haben, ne? Da ist Dickung. Ja, da ist sollten gut. Wir vielleicht wieder rein. Ja, mein Gott. So. Deswegen haben wir denn die Köder. Alter! Hopp! Und? Lena, hier, hopp! Alle, nach oben! Nee, Alena, nein! So, Felix, deine erste Sau, die du bergst, hä? Sauber, die haben die Hundeführer, die mussten sie abfangen und die haben wir jetzt eingesammelt und gleich machen wir mal ein Feedback zum ersten Treiben. Ja, Aufi. Ja, Felix, Ast rein, komm. So, Felix, was so kleines Wutze auf einmal so schwer werden kann, gell? Ja, als erste Erfahrung, das weiß ich schon mal, wie so ein... Du siehst auch gut Wutze aus, ohne läuft der Schweiß, damit er direkt merkt, was Sache ist. Zur Info, Felix war noch nicht so oft auf Jachte dabei. Kommt noch, Fortsetzung folgt. So Leute, also 3 Sauen haben wir hier. Eine Sau, ein schwerer Keiler liegt noch oben, den hatte Pablo schön aus der Dickung rausgemacht. Und eine wurde von den Hundeführern abgefangen, 2 sauber gestreckt. Auch von dem Schütze, den wir jetzt hier abholen. Und das war das erste Treiben. 4 Sauen, soweit weiß ich es jetzt. Wir machen noch ein bisschen Bergekommando und dann geht es in eine kurze Mittagspause und ins zweite Treiben. Also bleibt dran.
So Leute, habt ihr die Sau geborgen? Astral. Ein schwerer Keiler. Die Waffen, ja, der könnte schon vierjährig sein. Ich würde sagen, war ein doch relativ erfolgreiches Treiben für die geringe Schützenanzahl. Und wir sind gespannt. Jetzt müssen nur noch die Jungs da unverletzt runterkommen und dann sind wir ja, zufrieden fürs erste Treiben. Und was auch noch ganz wichtig ist, alle Hundeführer sind gesund, alle Hunde sind gesund. Wir haben ein paar Sauen strecken können, sind auch die richtigen Sauen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was das zweite Treiben bringt. Ne, ne, hier sind die doch alle. Die sind aber alle klar. So Leute, also wir haben uns jetzt fertig gemacht, kurze Mittagspause, schnell ein Stück Kuchen und was getrunken. Jetzt geht's ab ins zweite Treiben. Wir gehen jetzt erst hier durch die Tannenbaumkultur und dann gehen wir in ein größeres Treiben aus Fichte rein. Und da sind wir mal gespannt. Was denkst du? Ich hoffe, dass sie jetzt bei dem ekligen Wetter heute, was man ehrlich sagen muss, kalt und nass, doch unter den Fichten liegen. Ich glaube, dass sie da lieber liegen als in der Schwarzzorn. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt auch noch mal ein paar Sauen da sind. Ein paar werden da sein. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass die Schützen auch so die Kälte durchhalten und sich durchgehen konzentrieren. Haben sie gerade aber auch gemacht. Eine Stunde. Erstmal lassen wir jetzt die Hunde jagen, weil die Hunde haben Bock. Die Terrier sind schon wieder am Fiepen. Die Bracken sind halt erzogen, wie das halt so ist. Ja, gut, jetzt wird's los. So, komm auf. Geh mal los. Und Schützen wird zu lang warten. So Leute, zweites Treiben, leider nichts los. Hier sind wir heute Morgen tatsächlich auch nicht geflogen, weil das hat zeitlich einfach nicht gepasst. Die eine Ecke bin ich abgeflogen, was ihr ja gesehen habt in dem ersten Teil. Im zweiten Teil habe ich gedacht, naja gut, fliegst du mal nicht, weil da sind Tannen und da haben wir jetzt nicht unbedingt eine Straße und wir sind halt 35 Mann. Was soll ich denen sagen, wir machen nur ein Treiben. Deswegen machen wir auch meistens so Drückjagd eher im kleinen Kreis. Einfach drüber fliegen, gucken, ob was da ist. Vielleicht für alle, die letztes Mal so ein bisschen negativ kommentiert haben. Ihr merkt, eine Drohne ist keine Garantie dafür, dass man auch Erfolg hat. Die Sauen haben uns heute wieder verarscht. Aber wir haben 5 Stück strecken können, sauber strecken können. Hätten wir diesen Teil an der Straße nicht gemacht, dann wäre wahrscheinlich gar nichts auf die Strecke gekommen. Das wäre natürlich ja, nicht so unbedingt gut gewesen. Hätten wir ihn gemacht mit Hunden, wie wir am Anfang gesagt haben, habe ich ja gesagt, dass man es ohne Hunde mache, dann hätten wir wahrscheinlich das Problem gehabt, dass uns vielleicht ein Hund überfahren worden wäre. Und das wollen wir auch nicht. So sind alle gesund, alle Hunde, alle Schützen, wir haben 5 Sauen, zweiten Treiben war leider nichts los, das kommt vor. Aber wie gesagt, eine Drohne ist keine Garantie. Wir gucken lediglich, ob sich dieser Trieb lohnt oder nicht. Und ob wir die Sauen hochkriegen, ob wir da auch wirklich, dass die auch passen kommen, dann dass geschossen wird und so weiter. Das sind wieder Faktoren, die ja, die liegen an den Schütze, an den Hundeführern und so weiter. Das sind ja alles Sachen, da weiß man nie, ob das hundertprozentig ist. Wir merken nur, dadurch, dass wir nicht mehr so viel Unruhe in einzelnen Ecken machen, sondern nur noch gezielt, haben wir viel, viel mehr Ruhe im Revier. Das Wild kommt im Hellen raus tatsächlich. Und weil wir mehr oder weniger so Intervalljachten machen. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass andere Wild wird natürlich nicht beunruhigt. Ja, jetzt außer jetzt hier ein bisschen Rehwild, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ist alles okay. Wir fliegen auch nicht immer, wenn wir eine große Gruppe haben. Nächstes Jahr werden wir es ein bisschen anders machen, mehr kleinere Drückjachten anstatt die großen. Ja, ich würde sagen, dass es trotzdem erfolgreich war. Nur, dass ihr mal wisst, wie wir das auch aus dem neuen Stand der Technik sehen. Wir sind jetzt auch nicht die Technik
Nerds oder sowas, sondern wir fliegen drüber, gucken, wo sie sind, jagen oder jagen halt mit. So, oder wenn wir dann große Drückjagd haben, wägen wir ab, ob wir die Ecken mitjagen. Das heißt nicht, dass wir die Sauen ausrotten. Und dann schreiben ja manche drunter, hier, macht noch ein Gewehr dran und so. Leute, wenn das so einfach wäre, die Sauen immer zu kriegen, dann würde es keine mehr geben. Und wir haben noch genug Sauen im Revier. Dieses Jahr ein bisschen schlechter, weil wir haben letztes Jahr keine Maske gehabt, einen sehr trockenen Sommer. Und wir schauen mal, wie es wird. Fertig. Es ist Jacht. Und trotz Drohne ist es immer noch Jacht. Und wir versuchen, so weitmännisch zu machen, wie es geht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Und wir zeigen euch jetzt noch ein paar Zehen. Und später das Endergebnis der Strecke. Bleibt also auf jeden Fall noch dran. Tag geht zu Ende. Wir hatten, denke ich, alle Spaß. Und es sind ein paar Sauen zur Strecke gekommen. Und alle sind wieder fit. Das freut uns. Alle Hundeführer sind wieder fit. Alle Treiber sind wieder fit. In dem Sinne erstmal ganz schönen Dank an die Hundeführer und an die Treiber. Und natürlich auch an die disziplinierte Schützen, muss man auch dazu sagen, weil es wurde keine Nachsuche verursacht und die Sauen ordentlich gestreckt. Also keine Keulenschüsse und so weiter. Also wirklich super, super gejagt. Jetzt haben wir uns ein bisschen mehr erhofft gehabt, aber witterungstechnisch, denke ich, haben wir das Beste draus gemacht. Und ja, Maurice? Ja. Ja, auch von mir oder von uns allen. Der Udo steht jetzt noch irgendwo da oben, der überlässt das jetzt, glaube ich, uns. Der will uns da ein bisschen auf den Finger gucken, ob wir das da ordentlich machen. Also sehr wahrscheinlich kriegen wir nachher wieder einen Schlag am Hinterkopf. Bedanken wir uns natürlich heute, dass ihr euch das auch ein bisschen angetan habt. Wir hatten heute sicherlich eines der schwersten Wetter, für um Stand zu stehen. Nicht mal behaupten, ich sag mal, durchgehen ist auch nicht ganz schön, aber ja, bei Regen und Kälte die ganze Zeit am Stand zu stehen und sich dann nur zu konzentrieren. Das ist aber trotzdem gelungen. Wir haben 6 Sauen strecken können, oder 6 Sauen wurden erlegt. Ist keine schlechte Strecke, das muss man einfach mal so sagen. Man ist vielleicht aus den letzten Jahren, sind wir alle vielleicht ein bisschen verwöhnt, durch die großen Schwarzwildstrecken. Durch die neue Technik und durch das neue Jagen wird das Schwarzwild aber doch dann mehr bejagt. Und es gab immer mal Jahre, wo Schwarzwild nicht so viel da war. Die nächsten Jahre werden wir aber trotzdem immer noch weiter hoffentlich alle so zusammen jagen können. Wir würden, glaube ich, jetzt gerne dann die Brüche noch verteilen. Jeder, der eine Sau geschossen hat, möchte ich nach vorne bitten. Ich weiß zum Beispiel einen ganz genau. Der wird wohl dann heute unser Jagdkönig sein. Der lächelt mich schon so an. Ja? Der liebe Klaus konnte heute diesen braven Keiler, den wir jetzt hier hingelegt haben, weil wir jetzt nicht alle 5 oder alle 6 hier hochgehen wollten, strecken. Das ist immer den Kleiner. Ganz herzliches Waldmannsheil, freut mich sehr. Ja. Damit dann auch noch ein Keiler ist. So Leute, Jonas und Johannes sind die Sauen am Fertigmachen und die gehen gleich ab in den Schwarzwald hier mit dem super ausgebauten Rohrbahnsprinter und werden verwertet. So haben wir ein bisschen weniger Stress, weil wir haben in 2 Wochen wieder eine Jagd und die Sauen sind sauber geschossen, alles super und können jetzt verarbeitet werden. Zum besten Wildfleisch, das man biologisch kriegen kann. So Leute, das war unsere Drückjagd am Samstag, den 19. November im Hunsrück bei schlechtem Wetter mit der Drohne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Hunde sind alle fit, die Schützen sind alle fit. Es war trotz alledem eine recht gute Jagd mit 6 Sauen, die wir strecken konnten. Das ist ein Ergebnis, ist überschaubar, aber zufriedenstellend. Und wir nehmen euch in 2 Wochen wieder mit auf unsere große Jagd. Da sind die Hoffnungen größer. Und denkt bitte dran, den Like-Button zu drücken, falls euch das Video gefallen hat. Kommentiert, aber bleibt freundlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Alex von Copter Pro.